Ich glaube, die große Schwierigkeit ist, dass wir sagen, diese Tötung hat kein Motiv, denn das stimmt so nicht, weil die Tötung hat immer ein Motiv. Die Frage ist nur, können wir das Motiv erkennen? Wenn Sie einen Täter haben, zum Beispiel, der jetzt eine paranoide Schizophrenie hat, dann erlebt er eine Situation, die wir als ganz normal ansehen, als bedrohlich und wird unter Umständen dazu übergehen, Gewalt anzuwenden. Insofern hat es sehr wohl ein Motiv, aber wir können es nicht erkennen. Das Gleiche ist, wenn Sie jemanden haben, der Tötungsfantasien hat und diese jetzt umsetzen will. Für uns in der Außenansicht kein Motiv, für ihn sehr wohl. Ich glaube, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Es gibt aber gute Nachrichten in dem Zusammenhang, das sind sehr seltene Ereignisse. Sehr, sehr seltene Ereignisse. Was ich immer wieder als für sehr beruhigend erachte, ist, schauen Sie sich die Aufklärungsquote für Tötungsdelikte in Deutschland an, dann werden Sie feststellen, dass wir meistens jenseits der 95% uns befinden. Das heißt, im Normalfall werden Tötungsdelikte in Deutschland geklärt. Es gibt Ausnahmefälle, das sind aber wenige. Häufig war es dabei eben dann sexuell motivierte Tötungsdelikte. Warum? Weil dort häufiger zwei Fremde aufeinandertreffen oder eben auch jetzt inzwischen Tötungsdelikte mit diesem täterimmanenten Zerstörungsmotiv, wie wir sie ja teilweise auch in der Vergangenheit fanden. Wir hatten ja einen Fall in Bad Reichenhall zum Beispiel, in der Soko 14. Juli, in der Fußball-WM-Nacht 2014, wo auch ein Täter unterwegs war und zwei Opfer zu beklagen waren, ein 73-Jähriger getötet, eine 17-Jährige schwerst verletzt, bei dem auch ein vermutliches Zerstörungsmotiv eine Rolle spielte. Aber das sind sehr, sehr seltene Ereignisse.